Hallo und willkommen zu meinem Review von dem Brettspiel Rums vom Kosmos Verlag. Und ich habe im Vorfeld auf Facebook und Instagram, könnt ihr hier und hier sehen, habe ich ja auch wieder Bilder gepostet, wo ihr kommentieren konntet und Vermutungen aufstellen konntet, worum es sich bei diesem Spiel handelt. Also wo ihr ja allein nur dieses Cover gesehen habt. Und ja, die erste Vermutung dazu ist von Matthias und der sagt, es handelt sich um Explosionen. Und ja, gut, kann man hier sich eigentlich ein bisschen herleiten. Das ist nicht ganz falsch. Na gut, bei einem Brettspiel kann man schlecht Explosionen auslösen, aber es ist sozusagen auch Teil des Spiels. Es soll es darstellen, ne? Aber es geht echt in die richtige Richtung, dass er das gut interpretiert, ist echt cool. Schauen wir mal weiter, was die anderen Leute so vermuten. Der Sam hat gesagt, es ist ein Kartenspiel mit Zeichen wie zum Beispiel Rittern, Ogern und so weiter. Und jeder hat Karten und dann werden die aufeinander gelegt, solange bis die Krone kommt. Und dann muss man draufhauen und wer als letztes draufhaut, kriegt alle Karten. Und der Gewinner ist der ohne Karten. Ja, das ist, na gut, das sieht jetzt nicht so aus wie ein Kartenspiel, ne? Also wenn man, das ist kein Kartenspiel, so groß ist kein Kartenspiel, kann ich ja nochmal zeigen. So, darin kann kein Kartenspiel sein. Also nö, das ist viel zu groß und viel zu schwer. Und allgemein ist die These so ein bisschen, es klingt für mich so ein bisschen wie Halligalli, ne? So, uch, ja, ich mit Karten ziehen und so weiter. Ja, das stimmt leider nicht. Aber wir schauen mal weiter, was die anderen jetzt auf Instagram so sagen. Der Sörey55, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, der stellt sich vor, dass man auf Zeit durch ein Labyrinth laufen muss. Anbei noch die Anmerkung, vielleicht sehen wir uns auf der Gamescom. Ja, bestimmt. Wäre cool. Ja, aber an sich, auf Zeit durch ein Labyrinth laufen? Ja, nee, das ist kein Labyrinth, also es ist was anderes. Mal gucken, ob die anderen vielleicht näher dran sind. Der T-Rox denkt, es hat irgendwas mit Rittern zu tun und der Justin denkt, es hat was mit Magiern zu tun, wenn man sich das anschaut. Ja, also es hat mit beidem was zu tun, es sind beides Spielfiguren in dem Spiel, die man benutzen kann. Ja, also da seid ihr schon mal auf der richtigen Fährte, würde ich mal sagen. Der Walking Dead Fan, der sagt, es gibt zwei Teams in dem Spiel. Einmal das Team Gold, wegen der goldenen Rüstung hier, und einmal das Team Drache. Und es hat was mit Kämpfen zu tun. Es kommen Drachen, glaube ich, Drachen waren das, und ja, und Trolle vor. Ja, es gibt zwei Teams, das ist richtig. Dazu gehe ich dann im späteren Verlauf des Videos noch genauer ein. Und ja, also ich weiß nicht, ob es die indirekt gibt oder nicht. Aber es gibt hier Trolle. Die sind auch wichtige Einheiten in dem Spiel. Und ja, da erfahren wir gleich noch, worum es sich da genau handelt. Dann haben Maximilian und Marcel auf Facebook geschrieben, dass es wahrscheinlich irgendwas mit Rittern und Drachen zu tun hat. Und es ist in der Tat so. Das werdet ihr gleich sehen. Und ich finde, all eure Vermutungen, die waren richtig. Und deswegen schauen wir uns das Spiel doch jetzt mal genauer an. Ich öffne jetzt einfach mal diese Verpackung. So, und in der Verpackung finden wir zunächst einmal eine sehr gute Beschreibung des Spiels. Hier steht zum Beispiel drinne, dass das Spiel für 2 bis 4 Spieler ist, also entweder 1v1 oder 2v2, ne, weil es ja 2 Teams gibt, und ab 7 Jahre. Inhalt ist ein Königreich der Drachen- und Löwenritter, also eine dreiteilige Spielmatte, die werde ich euch gleich zeigen. 50 Würfel, also 25 Drachen und 25 Löwenritter, genau, die Ritter waren das, die Unterteilung. 24 Trolle, 8 Raubritter, 4 Spione, 4 Eiswürfel, 4 Herzen, 2 Drachen, 2 Löwen, 2 Könige. Aber es, also ich habe erstmal die einfache Version gespielt. Die Anfängervariante ist hier, sieht man hier, mit 1 König, 4 Raubrittern und 12 Trollen. Die habe ich jetzt erstmal mir vorgenommen, damit das fürs Verständnis gut ist. Und das Spiel ist
Ist ganz einfach, wenn ich euch das erkläre. Also man hat halt, na gut, das erkläre ich euch gleich, weil jetzt erstmal hier so ein bisschen die Instruktionen. Es gibt auch verschiedene Würfel, ja, die sehen wir hier. Und diese Würfel, die muss man dann halt schnippen, wobei das jetzt schon zur Erklärung gehört. Die muss man dann schnippen und die anderen so vom Feld stoßen. Ziel ist es natürlich, diesen König vom Feld zu stoßen, dann hat man gewonnen. Und das andere sind sozusagen Einheiten. Und das kommt einem Rollenspiel am PC vielleicht auch ganz nah. Da gibt es ja auch sowas, wo man vielleicht auch mal König wegbashen muss oder sowas, ne? Dann gibt es halt noch Profi-Ritter, das ist das, wo halt dann noch die anderen Einheiten reinkommen, wie Drache und Löwe, Spion, Herz und Eiswürfel, die kommen dann noch hinzu. Und ja, ich stelle euch einfach jetzt mal den Inhalt nochmal von der Box doch mal vor. Hier sehen wir erstmal, die erste Matte, ne? Von einem dieser Königreiche. Dann sehen wir hier diesen Mittelweg, die Grenze, die Mauer. Dazu erkläre ich euch auch gleich noch was, wenn ich das Spiel aufgebaut habe und auf dem Tisch vorstelle. Und dann haben wir hier noch das zweite Königreich. Das sieht man hier. Ich kann das schlecht mit einer Hand halten, deswegen ist es ein bisschen doof. Aber gleich auf dem Tisch, da seht ihr es nochmal richtig gut aufgebaut und dann erkläre ich euch das nochmal genauer. So, und dann haben wir noch diese Würfel, natürlich 25 für jede Seite. Und dazu gehören halt die Trolle, die Raubritter, natürlich der König, der Spion, also die Spione, die Herzen und die Drachen und Löwen, also Löwen auf der anderen Seite. Und die Eiswürfel, ne? Das ist alles hier drinne. Und da sind sozusagen die Spielfiguren, Spielsachen, die man benutzt, um dann letztendlich sein Königreich aufzubauen. Das musst du dann mit diesen Einheiten aufbauen. Wohlgemerkt, aber erstmal am besten mit den Standardeinheiten, also mit den Trollen, mit dem einen König und den Raubrittern. Ne? Übrigens, das waren gerade die Drachenritter, so heißt das Team. Und jetzt kommt das Team Löwenritter. Das ist dasselbe, nur dass hier die Einheiten einmal vertauscht sind. Hier sind keine Drachen, sondern Löwen. Und die Ritter, die heißen hier dann auch Löwenritter. Ne? Das sind halt so die Bestandteile des Spiels. Also viel mehr als diese beiden Tütchen und die drei Spielmatten ist jetzt auch nicht in diesem großen Karton enthalten. Aber es reicht ja. Und ich finde, die Umsetzung ist sehr, sehr gut gelungen, dass man aus so wenig eine echt tolle Spielwelt kreieren kann. Sehen wir dann auch später noch im Video, wo wir das spielen. Und jetzt im Anschluss zeige ich euch dann auch mal den Aufbau des Spielfelds und wie ihr es dann genau zu spielen habt. Ne? Das seht ihr dann jetzt. Wir zur Erklärung des Spiels Rums. Und so sieht das Spielfeld aus. Man setzt einfach die Teppiche zusammen. Also setzt dann links den Teppich mit der einen Burg rein und in der Mitte den mit der Mauer und rechts der mit der anderen Burg und dann kann man sein Spielfeld gestalten. Ich spiele das jetzt erstmal in der Anfängervariante und da ist ja halt nur, also ich zeige das jetzt mal für ein und da seht ihr halt nur einen König, den sieht man da. Und dann sehen wir noch diese 12, die 12 Trolle. Ich hoffe, ich habe die als Trolle bezeichnet und nicht als Orks oder so. Und dann haben wir hier jeweils vier von den Raubrittern oder auf den anderen oder Löwenrittern, je nach Seite bezogen. Und ja, so sieht auf jeden Fall das Spielfeld aus. Ich finde das Spielfeld echt cool gestaltet. Das lässt sich echt leicht aufbauen, baut man innerhalb von 5 Minuten auf. Die anderen habe ich jetzt einfach erstmal beiseite getan, da das jetzt noch nicht notwendig ist. Und Spielregeln, also das Spiel ist wie folgt. Das ist Rums und Rums ist halt nicht umsonst der Name so, sondern man muss mit Schnippen versuchen, die gegnerischen, Würfel aus dem Feld zu kicken. Aber das Ziel des Spiels ist es natürlich, den gegnerischen König rauszuhauen. Also wenn der weg ist, dann hat man gewonnen oder verloren, je nachdem, welche Seite man ist.
Und das geht halt ganz einfach. Und dann, so, jetzt mache ich das mal vor. Also man muss das schnippen. So zum Beispiel, dann ist er da im Feld. Aber, also da muss man aufpassen, weil das so ein Würfel hat auch so eine Seite. Das ist die Gefangenenseite. Und wenn er darauf landet, dann ist der erstmal gefangen. Da muss man würfeln, damit der nicht gefangen ist. Deswegen sollte man auch mit denen eher angreifen und mit denen eher verteidigen, weil die nur zwei Seiten haben, wo die nicht gefangen werden und vier, ja, gefangenen Seiten. Deswegen ist das eher nicht so toll. Und dann zeige ich das jetzt nochmal hier. Man kickt die raus. So läuft das im Endeffekt ab. Und ich mache das eben noch. Also hier sehen wir, der ist auf der Gefangenenseite gelandet. Das ist natürlich dann nicht so toll. Dann würfelt man das einfach so. Und ja, jetzt sehen wir würfeln und haben den auf der richtigen Seite. Und dann ist er wieder im Spiel. So einfach geht das. Und man könnt also je nachdem, was ihr seid, könnt ihr das rauskicken. Jetzt ist das im Endeffekt auf dem Boden gelandet und mein Kater versucht damit jetzt zu spielen. Ich habe den Würfel mal eben hier hochgeholt und das ist halt der jetzt raus ist. Den tut man eigentlich wieder weg in die Kiste oder sonst was. Ich habe den jetzt hochgeholt, damit mein Kater den nicht irgendwie unter die Couch buxiert oder so. Für meinen Kater auf jeden Fall ein schönes Spiel, weil der dann mit den Würfeln spielen kann, die dann runterfallen. Ich glaube, Katzen schnippen recht gerne. Ich möchte das jetzt einfach mal vormachen. Also ich mache das einfach mal vor, wenn ich jetzt hier bin. Und, also das darf man eigentlich nicht, aber wenn ich hier jetzt zum Beispiel diese Situation habe, dass ich mein Ritter da ist und dort der König, dann kann ich das so machen. Ach, ja, schade. aber angenommen, ich würde jetzt hier, das ist schwer wegen der Kamera, ich würde das jetzt hier versuchen, so, dann wäre jetzt der gegnerische König weg. Dann wäre der runtergefallen, dann wäre der raus aus dem Spielfeld und dann hätte man gewonnen, weil dann der König weg wäre. Das heißt, ihr müsst einfach versuchen, dass ihr euren König schützt. Deswegen hier habe ich mal die defensive Seite sozusagen mal aufgebaut, dass man hier mal guckt, dass die Trolle so gut wie möglich vor dem König sind und man nur die Raubritter für den Angriff benutzt. Und ich finde, das ist, wenn man das Spiel jetzt mit zwei Leuten spielt, ist es recht lustig, wenn man dann versucht zu schnippen. Und dann kann das Spiel recht interessant werden. Es ist, allerdings kann es auch recht schnell vorbeigehen, wenn man dann mit einem Mal irgendwie den König runter schnipst, weil man natürlich auch den Rückprall hat. Da hat man natürlich viel physikalische Elemente, die man dort benutzt und auch für seine Strategie benutzen kann. Deswegen finde ich das ganz cool. Und die Karte finde ich auch sehr detailreich. Ja, so einfach ist das Spiel erklärt. Haben wir gerade mal in 2 Minuten erklärt. Das ist wirklich nicht schwer zu verstehen. Man muss einfach schnippen. Deswegen heißt es auch Rums, voll auf die Krone, weil die Krone symbolisiert ja den König. Und den muss man ja rausschmeißen. Und ja, das war dann, glaube ich, die Vorstellung von Rums. Ja, also im nächsten Video zeige ich euch, spielen wir das dann auch mal. Ja, und den Link werde ich dann auch nochmal hier einbauen, wenn das soweit ist. Und hier sieht man nochmal die Schachtel vom Spiel. So sieht das aus auf dem Spielfeld. Und ja, von Kosmos. Und dann sehen wir uns beim Wir spielen Rums Video wieder. Und viel Spaß damit. Und Feedback bitte in die Kommentare. Schreibt mal, wie ihr das Spielprinzip so fandet, den Aufbau und so weiter. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das Spiel spielen.